Servus und hallo zu GeoGuessr, Let's Explore the World. Ich, der liebe Walvorik und der liebe Danzerman, der Dagumi, sind wieder wo ausgesetzt worden Hallöchen zusammen, ja. und müssen wieder irgendwie Hinweise suchen, wo wir uns denn befinden. Ja, und so auf den ersten Blick würde ich sagen, Pepsi ist immer eindeutig. Nein, keine Ahnung. Ich würde sagen, dreh dich mal in irgendeine Richtung, mal Auction oder Auktion oder was auch immer. Auction, Action. Wobei Fifth Street, die da oben steht. Das klingt nach Amerika. Ja, Phil. Philadelphia? Avenue könnte es heißen. Aber Philadelphia muss es hier nicht sein, deshalb. Hamburger Inn. Okay, ja. Also es scheint. Oh, da hinten war ein Straßenschild, oder? Ja. Oder was steht da links auf diesem. Hier jetzt, wo wir links daneben stehen. Uah, kann man das überhaupt lesen? United States Post Office. Das klingt auf jeden Fall sehr nach Amerika, ja. Ich Ja, ich glaube. glaube, United States habe ich schon mal wo gelesen. Das ist mir schon mal zu Ohren gekommen, aber was haben wir denn da oben schönes stehen? Also wir haben um 50 angefangen jetzt. Ach so, ja, Das okay, ging dann ja. relativ schnell. Dann mal ein bisschen um 54 Zeit, wie üblich. 20 Minuten geben wir Patience. uns Zeit für 5 Bilderchen. Und ihr dürft es gerne wieder mitraten. Den Link zu der Challenge habt ihr in der letzten. Gab es unter dem letzten Video. Und zum nächsten Challenge gibt es unter dem Video wie üblich. Atlantic, United Methodist Church, okay. Philadelphia Avenue. Atlantic klingt aber eher auch nach Atlantischem Ozean, oder? Könnte Das kann jetzt. alles sein. Ja, aber da war. Aber was stand da auf dem Schild? War das Salisbury. Salisbury? Das sagt mir irgendwas. Wenn ich jetzt. Philadelphia Avenue, Inlet Area, Keep Out, okay. Keep left hieß es, oder? Naja, wird nicht so wichtig sein für das, wo wir sind. Runway Ticket to Hell. Also wenn das wirklich Richtung Salisbury führt, und da stand jetzt keine Kilometeranzahl dran, von dem her kann es sein, das ist nicht mehr so weit davon entfernt. Beach Parking. Da sind Flaggen. Ja. Das. Hatten wir nicht diese. Irgendwie sagt mir diese eine, die wir gerade da gesehen haben, auch, Die die da? ist da hinten auch nochmal, ja. Die ist vorne auch. Die Diese Kroatien-Flagge. rot-weiß-blaue. Die hatten wir, meine ich, bei diesem Durchfahren von den anderen auch schon mal. Und das war irgendwo da oberhalb von New York, rechts oben. Also irgendwo Richtung, wieder Richtung Connecticut, die Ecke. Wenn da irgendwo Salisbury natürlich noch in der Nähe ist, dann müssen wir jetzt mal die Karte aber Auf jeden hervorholen. Fall Amerika. Ja, so weit, ich glaube, da brauchen wir keinerlei. Philadelphia ist hier. Ja gut, aber das Es ist die heißt. Philadelphia Avenue. Sie führt halt nach Philadelphia. Sie kann von New York wegführen. Oder von, du meintest hier, oder? Wo wir Main war das, glaube ich. Ja, Oder? ich glaube ja. Bei. Wo ist denn Connecticut nochmal? Ist das nicht auch da in der Ecke? Da, ja. Okay. Aber Salisbury sehe ich jetzt noch nicht. Nee. Woher kenne ich Salisbury? Irgendwoher, das sagt mir irgendwas. Dover, Portsmouth, das sind die ganzen englischen Namen wieder. Plymouth. Warwick, da waren wir schon mal. Es ist 54, wir sollten einloggen. Manchester? Ja, schon klar. Springfield. Stamford. Aber Salisbury hört sich halt auch irgendwie so nach Englisch mäßig an, oder? Richtung Manchester. Zum Beispiel, also wissen tue ich es eh nicht, aber das wäre jetzt mein erster Verdacht gewesen. 50 war, stand da nicht gerade irgendwie eine 50 oder sowas? Aber das ist jetzt eh zu spät, das zu suchen, weil es ist 4, 55 schon. Geht mal ab, weiß nicht.
Ach, verdammt, dann war es wieder da oben, New Hampshire. Oder? Nee, da unten war's. Correct answer, ah, okay. Delaware. Philadelphia doch da in der Nähe. Ja, gut, aber oberhalb oder unterhalb von New York haben wir uns halt so rumvertippt. Okay, wir Ja, haben bis noch so easy. 58 58 Zeit. haben wir Zeit. Sind auf jeden Fall wieder japanische oder chinesische Schriftzeichen. Ja. Japan oder China. Sieht auf jeden Fall jetzt wieder nicht nach Thailand aus. Nee, das sieht ja ganz anders aus. Puh. Aber Japan oder China, ich tue mich da immer so schwer. Die Dame hat gerade, ja, die sieht uns nicht an. Schauen wir mal da ein bisschen in die Stadt rein. Ich glaube, Linksverkehr haben sie beide, oder? Japan und China. Es kann beides sein. Sieht mir, keine Ahnung. Keine Also Ahnung. ich, erster Verdacht, Japan. Dann ist Frage. es also China. Frage ist nur, wo in China? Warte mal, Buscenter steht da auch was, wenn es da Buscenter schon auf Ding Warte, dran steht, da ist wollte ich schauen. Airport. Steht da noch dran? Nee. Doch, vielleicht ganz klein? Nee. Und wenn es klein dran steht, können wir es nicht lesen. Vor China Airport, City Airport. City eher, oder? Oder China? Chita? Chicas? Otter? Oder vor Otter Airport? Das sagt mir dann aber auch nicht viel. Aber wenn man doch die Schriftzeichen aber besser auseinanderhalten könnte. Passapo. Ganz ehrlich, das ist so ein klassischer Wild Guess, China oder Japan. Wobei. Keine Flaggen. Was auch wieder gegen China spricht eigentlich. Dem kommunistisch geführten Land gibt es auch sicher überall Flaggen. Ist schon wiederum keine Ahnung, wo das sein könnte. Oder es ist, China wenn, oder oder Japan? wir wählen einfach den Klassiker Südkorea als Zwischending. Du meintest, China ist nicht so weit verbreitet bei Google Maps, dann könnten wir. Ja, oder halt wieder Südkorea, genau. Südkorea wäre genau dazwischen. Keine Ahnung, Ich reingessen. doch auch. Es ist natürlich China, oder? Nee. Japan. Japan. Ja, aber wir sind nicht so weit weg. 487 Kilometer. Gut. Hat man ja so gemacht. Okay. Zwei nach. Ja. Ja, haben wir wieder aufgeholt, ja. Naja, doch nicht. Ist schon auf 59 umgeschwenkt. Verdammt. Es ist auf jeden Fall Rechtsverkehr, wenn ich so das Auto angucke, ja. Dakota. Dakota? Dakota, oder? Dakota. Das muss aber auch noch nichts heißen. Das Sieht kann auch uns auch so eher. South Dakota Oder North, ja. dann. Wobei selbst das muss noch nichts heißen. Das kann uns auch nur verwirren. Oder der fährt halt gerade zufällig durch. Was war das? War das ein Rentier? Giraffe? Giraffe? Wo ist die Überführung? Nee, es ist schon Wildwechsel. In welcher Form auch immer, glaube ich. Palomino. Oder Palomino? Palomino. Ja, sind wir doch in Italien. Puh, also ich glaube, Richtung Amerika können wir uns schon mal festlegen, grob. Oder? Rechtsverkehr, Dakota, die Autos.
Ist schon sehr Amerika-lastig. Zeigt's mir den mal von hinten. Nicht quer von der Seite. Nicht von unten, na toll. Das Nummertafel Das erkennst du haben die doch mit direkt. Absicht gemacht. Echt mal. Wobei, würdest du an der Nummerntafel irgendwas erkennen? Zumindest an der Form der Nummerntafel. Das, ob USA Ja. oder Kanada oder wie? Also, kommt mir was. Sieht sehr seltsam aus. Ja, aber gerade GMC, was da gerade einer vorbeigefahren ist, das sind alles amerikanische Fabrikate. Ich meine, rein prinzipiell ganz wild könnte man natürlich auf North Dakota gehen oder so, aber mir fällt gerade auch nichts anderes ein, um ehrlich zu sein. Oder halt mitten zwischen North und South, ja, genau. Das ist so der einzige Hinweis, den wir bisher hatten, und das kann halt wirklich alles sein. Also Amerika bin ich mir nicht unsicher, ehrlich gesagt, was es das ist. Menü, irgendwas Sale. Komport oder sowas. Kompost. Oder Kompost. Ja, gut. Lecker. Okay, 2 nach. Da haben wir dasselbe Sheet wieder, oder? Nee, Three Cross Cattle, aber da steht nichts drunter. Custom Feed Lot. Lot. Lol. Feed a lot. Ja. Ja, das Ja, wird weiter kommen wir, glaube ich, nicht. nicht besser, aber da ist nur eine Kuh drauf, witzigerweise auf diesem Stein, aber ja, der hat natürlich vorne auch kein Kennzeichen. Vielen Dank. Dank, du Arsch. Ja, würde ich Zwei sagen, lock mal nach. ein, oder? Lock mal der Code ein. Na dann. Dann doch Jo. nicht. Dann halt doch Kanada, was Calgary. soll's. Hätten sie uns aber auch mal sagen können. Okay. 6 nach. Mit, da möchte ich jetzt sein. Oder Gut auch aus, das ist nicht. Russland, oder? Ach. Wobei, denk an die Frauen von vorher. Ja, stimmt. Wenn du es Also ich so meine jetzt siehst. kältetechnisch, da sieht es eigentlich, ja, schwer zu sagen. Ja, wobei auch in Russland kann es mal warm sein zwischendurch. Habe ich mir sagen lassen, ich war selber auch noch nie da. Aber Im einen oder anderen Moment. ja, erster Blick, entweder Frankreich oder Schweiz. Sud-Est le Passage. Ja, also Frankreich, französisch sprechend schon mal. Frankreich, Geh mal, Frankreich. da vorne ist ein Ein Peugeot, Straßenschild. das würde auch passen. Gut, die gibt es sonst auch ab und zu. Habe ich mir sagen lassen. Aber geh mal. Der mit seinem habe ich mir sagen lassen. Ja, Gut aufgelöst. es ist auf jeden Fall Anständig. Frankreich. Ja. Branche de l'Isère. Also es ist so viel kann ich jetzt schon mal Französisch. Ja. festhalten. Es ist Gut definitiv. aufgelöst. Finde ich super. Kann man richtig reinzoomen. Vom Welches Baustil her ist Straßenschild hast du es vorher gesehen? da im Kreisverkehr war eins. Ja gut, das Wobei hatten wir gerade. da ist auch noch ein grünes. Nee. Da war noch mal eins. Das da. Links um die Ecke. Leider verdeckt durch dieses wunderbare Mittelskulptur-Dings. La Murette, das scheint zu einer größeren Stadt zu gehen nach rechts. Kann das sein? Weil es für ausgegraut ist. Außerdem war da auch nochmal so ein Straßen, so ein grünes Straßenschild in die andere Richtung, oder? Habe ich mich da jetzt total verguckt? Kann sein. Wahrscheinlich. Kann sein. Kommen wir da gar nicht rüber, oder was? Rue Rue de de Blasch. Plage. Ja, da ist aber nur was für Fußgänger. Wir wollten gern daraus. Ja. Da geht's Da nicht kommen wir dran. nicht. Nett. Gut gemacht. Also der Baustil hat mich jetzt auch ein bisschen an die Schweiz Sud-Est le erinnert, ehrlich Passage. Okay, gesagt. gut. Deshalb habe ich kurz gesagt, na, könnte auch Schweiz sein.
Vielleicht irgendwo in diesem Grenzgebiet. Q50, kann das sein? Oder D50? D50, ja. Nehmen wir mal. Gucken wir mal in der französischen, schweizerischen Grenzregion. Da. Meinst du? Ja. Aber ist nur ein erster Verdacht, weil es halt ähnlich aussieht von der Bauweise her. Manchmal überschneidet sich das ja über die Landesgrenze. Aber zoom mal rein, ob da irgendwas mit der 50 ist. E60. E vor allem. E ist ganz schlecht. E ist schlecht. Das wird in Frankreich auch nicht besser. Ja, oder halt die Straße kleiner. Was es aber nicht wirklich für uns besser macht. A und N und E. Ich fürchte, die Straße ist zu klein. Es wird so eine Landstraße sein oder so. Maximum. Das sind ja, glaube ich, alles große Straßen. Diese N und E. Ja. Frage ist, wohin? D. Okay, dann ist das wirklich... Eine kleine Straße, ja, ein D50 dann demnach, ja. Oder? Ja. Ja, bloß rauszufinden, wo die D50 ist innerhalb von keiner Minute, ist so ein bisschen... Ja. Irgendeine Ministraße, D5, D12. Ich würde generell einfach um meinen Tipp von vorher, Schweizer Bauweise und so, irgendwo zwischen Dijon und Lyon gehen, glaube ich, aber ohne es wirklich zu wissen, natürlich. D9, D15. Ah, das wäre doch mal richtig toll, wenn wir es finden würden. Vor allem überhaupt nicht sortiert. Das ist 7 nach. Wir haben schon sind schon eine Minute hinterher. Okay, dann haben wir es da raus. Ja, oder? Gar nicht so schlecht. 2800 Punkte. Oh, Respekt. Ja, nicht weit von der Schweizer Grenze. War ich jetzt auch überrascht. Aber hey, ich hab mal einen Glückstreffer verdient. Auch du hast mal helle Momente. Linksverkehr. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Könnte auch wieder Australien sein von den Schildern her. Es war wieder so ein gelbes. An der Küste irgendwo. Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise, wo wenigstens noch steht, so von wegen definitiv kein englischsprachiges Land oder so. Ja, wobei es sind schon... Sieht chinesisch aus. So wie du sagst. Wieso haben die auch so Schilder? Das gibt's doch nicht. Die auch Linksverkehr. Ja. Ja, vor allem, warum haben die auch so gelbe Schilder? Guck die Schriftzeichen. Oder doch wieder Richtung Taiwan oder sowas, was wir schon mal hatten. Wo wir uns. Gute Frage. Links sieht taiwanesisch aus und hier chinesisch. Ja gut, aber das ist eigentlich eher ein Indiz dafür, dass es nicht in der im chinesischen Festland ist, sondern eher vielleicht ins Chinesische zusätzlich übersetzt wurde. Weißt du, wie ich meine? Be careful of tsunami, okay. Okay, also irgendwo im asiatischen Bereich an der Küste. So weit sind wir schon mal. Ich voll auf Tsunami, dass es die echt gibt, die Schilder. Krass. Die haben wahrscheinlich Erfahrungswerte. Müsste man halt wissen, wo es eine hohe Tsunami... Ja, eigentlich komplett da. Also Japan noch eher, weil die weiter vorne sind. Das wollte ich gerade sagen. Die sind eher so ein Schutz... Also, Prallbock, ja, klingt fies, aber. Ja, aber wobei weiter unten ja eigentlich auch, so gesehen. Wenn du weiter unten an die chinesische Küste rangehst, oder Taiwan zum Beispiel. Ich glaube aber, dass es in Japan mehr gab. Ja, es muss aber nur aufgrund des Schildes ja nicht zwingend deshalb Japan sein, aber wir. Ist die Frage, ob diese Schriftzeichen hat. Japan ist abgedeckt, oder? Von Google Street aus China. Wobei Taiwan kann natürlich sein, dass das wieder, aber ja, irgendwann müssen wir uns einloggen und 10 ist es schon. Und dann, wo war Taiwan nochmal? Diese Insel vor China.
weiter unten. Da. Vielleicht wieder eine Insel. Könnte auch gut sein. Und die Schriftzeichen sehen auch noch ähnlich aus, finde ich, aber ich weiß es einfach nicht. Schlicht und ergreifend. Hier. Zu. mach zu, komm. Tsunami. ja. Ja. 4 Minuten. Gessen wir. Schon im nächsten Bild. Ja, gessen gut, wäre noch weiter oben gewesen. Aber 900 Kilometer, unter 1000 falsch. Immerhin. Yay. Ja, guck an, fast 12.000 Punkte. Nice. Nicht schlecht. Wir werden langsam gut in dem Spiel. Respekt. 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 Und vor allem nicht mal überzogen. Aber mit 10 sollte man fertig sein und dann haben wir abgegeben, dann ist auf 11 umgeschwungen. Perfekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das lobe ich mir. Aber ja, das war Amerika. Das war mit der Philadelphia Road. Ja. Zoom da nochmal rein, ob da irgendwo Salisbury wirklich dran ist. Muss ja eigentlich theoretisch. Ja, ja. Ja, da ist es. Okay. Gut. Wissen wir das auch. Wissen wir auch, wo Salisbury liegt? Genau. Ich glaube, ich weiß, woher ich das weiß. Von Railroad Tycoon. Da gab es nämlich auch auf dieser Seite, direkt neben New York, gab es dann Salisbury als nächsten Ort. Ah, okay. Deshalb war New York mir irgendwie auch im Kopf. Da hätte man Thomas Telefonjoker gebraucht. Ja. Wär noch besser gewesen wahrscheinlich. Gut, zweimal Japan in diesem Ding übrigens. Wir haben natürlich einmal uns für Südkorea entschieden. Aber so weit weg waren wir da gar nicht. Ich glaube, es waren 400 Kilometer oder so. 400, 500. Knapp. Aber beim zweiten Mal, wo wir Japan genommen haben, weiter weg. C. Da hat uns das Dakota war der einzigste Anhaltspunkt. Ja. Gut halt, dass es amerikanisch mäßig aussieht, aber ja gut, ob jetzt Calgary oder North Dakota. Auch schon egal. Nordamerika auf jeden Fall. Ja, Frankreich. Finden wir da die D, das war die correct answer, ja. Ja. Die 50, da ist sie. Lack, wir hätten vielleicht in die andere Richtung noch gucken sollen, dass da ein See direkt ist. Also dass da Wasser oder sowas war, das haben wir vielleicht schon gesehen, aber das, ja gut, aber man lernt nie aus. Könnte auch wiederum überall sein im Grunde. Ja gut, Frankreich hat jetzt auch nicht so wenig Seen, ja. Dass man jetzt sagen könnte, ja klar. Aber da. Es war relativ knapp auch. Fast unser knappstes. Ja. B war auch sehr gut. Und E dann mit Japan natürlich wieder. Ja, gut, die sind sicher auch sehr Tsunami betroffen. Gerade ja. Direkt an der Küste. Eigentlich die ganze Ostküste von Japan. Quer durch, ja. Naja, ja. Gut, aber also ich bin sehr zufrieden, es geht aufwärts. Diese beste Runde. Bitte um euren Applaus. Hier ganz unter, kurz zumindest. Hier in die Kommentare. Da unten, seht ihr? Diese? Das Feld wartet auf euch. Hier runter, hier. Das freie Feld wartet auf euch. Hier unten findet ihr auch wieder den Link für die nächste Challenge. Einfach mitmachen und Spaß haben. Ganz genau, mitraten vor allem. Genau. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen mal wieder. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, definitiv. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau, bis dann. Ciao.